Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains World 4 hier auf meinem Kanal. Wir sind heute auf der linken Rheinstrecke unterwegs, weil ich euch etwas zeigen möchte. Und zwar gibt es jetzt eine Ebola-App, in der ihr euch das Ebola auf einem separaten Bildschirm oder auch auf dem Hauptbildschirm anzeigen lassen könnt. Und dazu werde ich jetzt einmal hier einen Klick machen und dann seht ihr hier schon das Ebola. Und seht, dass ich da auch schon eingestellt habe. Ich mache es für euch nochmal ein bisschen größer, vielleicht damit ihr es besser sehen könnt insgesamt. Seht ihr, hier haben wir das Ebola. Ja, müsste auch bei euch auf dem Bildschirm auf jeden Fall klar zu erkennen sein. Es gibt verschiedene Sachen, mit denen ihr oder wie ihr da hantieren könnt. Wichtig für euch zu wissen ist, dass die Informationen hier an der Seite, die fehlen. Das sind aber auch Informationen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, weil das Abfahrts- und Ankunftszeiten sind. Und da die das Ebola hier nicht auf einen bestimmten Zug festgeschrieben ist, ist es so, dass ihr dort dann quasi nur die Geschwindigkeiten sehen könnt und sehen könnt, wo dann euer nächster Haltepunkt sein könnte. Dazu müsst ihr natürlich den Fahrplan von dem Zug jeweils kennen, aber den könnt ihr euch am Anfang rausschreiben und dann seht ihr nochmal, wo welches Blocksignal steht, Einfahrsignal, Ausfahrsignal, blablabla. Das Ganze gibt es für die verschiedensten Strecken. Ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel die Maintalbahn Aschaffenburg. Da ist dasselbe dann. Da sieht das dann so aus, da ist jetzt hier oben zum Beispiel so ein bisschen was und dann sieht das hier ein bisschen anders aus. Also die sehen schon unterschiedlich aus, aber so im Groben habt ihr dort eine Ebola-App, mit der ihr arbeiten könnt. Finde ich eine ganz schöne Geschichte, möchte ich heute mit euch auch ausprobieren. Und dazu habe ich mir dann deswegen auch die linke Rheinstrecke rausgesucht, weil ich glaube, dass man das hier ganz gut machen kann. Ich werde das Ebola mal hier unten in die Ecke stecken. Ihr seht bei mir, dass ich heute nicht im Hauptspiel bin, also nicht immer nicht im Spiel-Display, weil sonst könntet ihr das jetzt nicht sehen. Ihr könnt aber mit der Taste Steuerung und T theoretisch das Ganze in den Vordergrund holen, sodass es auch im Vordergrund bleibt. Macht er jetzt hier in diesem Fall nicht. Dann müssen wir einmal das Ganze hier über die App machen. Müsst ihr euch so ein bisschen reinfriemeln. Jetzt seht ihr auch, ne, wenn ich jetzt hier im Spiel rumklicke, dann bleibt das Ebola da, wo es ist. Ihr habt aber noch andere Möglichkeiten, mit dem Ebola zu interagieren. Ihr könnt mit Alt, Plus und Minus könnt ihr den Zoom machen. Ihr könnt das Ganze transparenter machen. Ihr könnt den Schwarz, ihr könnt in Tag- und Nachtmodus wechseln. Das ist jetzt nicht der Fall. Doch, da. Hat funktioniert. Wunderbar. Und dann könnt ihr mit der Steuerung und der Maustaste könnt ihr auch scrollen. Also, ich mache das Ganze mal hier mit der Baureihe 628. Eine relativ kurze Fahrt habe ich mir dafür ausgesucht. Einfach nur, weil es sinnvoll ist für uns. Fahren Sie diesen Passagierzug von Mainz Hauptbahnhof nach Gau-Algesheim morgens um 5.05 Uhr. Würde das Ganze stattfinden. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und ich mache euch das hier nochmal ein bisschen größer. Aber eigentlich könnte ich es oben in die Ecke packen, weil da oben ja die Informationen eh sind, die wir nicht brauchen. Wie gesagt, ne, das ist noch nicht hundertprozentig, aber es ist zumindest etwas, womit man arbeiten kann. Ich selber werde es in den Let's Plays weiterhin nicht benutzen, aber für euch möchte ich das auf jeden Fall einmal gezeigt haben. Und ich werde euch den Link dazu dann natürlich auch entsprechend in der Videobeschreibung mit reinpacken. Dann könnt ihr das selber runterladen und ausprobieren. Es sind auch so ziemlich sämtliche deutsche Strecken drin, wenn ich das hier so richtig gesehen habe. Rapid Transit, Ruhr-Sieg Nord, Main-Spessart, Rhein-Ruhr, Hauptstrecke Köln-Aachen, München-Augsburg, Hamburg-Lübeck haben wir mit drin, Nahverkehr Dresden, Taranta-Rampe, Bremen-Oldenburg, linke Rheinstrecke, Niedertalbahn, S-Bahn Vorarlberg, Maintalbahn, Salzburg, Rosenheim, sollten eigentlich alle. Nee, es fehlen einige Strecke. Hauptstrecke Rhein-Ruhr, Rhein-Ruhr-Osten fehlt. Rhein-Ruhr-Osten fehlt und die Duisburg-Strecke fehlt auch. Also sind noch nicht alle mit drin, es wird aber weiterhin dran gebastelt. Wir sind jetzt auf jeden Fall mal in Mainz am Hauptbahnhof und dann rüsten wir jetzt die Kiste hier erstmal auf. Zack, bumm. Schlüssel rein da hinten, umdrehen. Dann können wir die Türen erstmal entriegeln. Nicht alle entriegeln, rechts entriegeln. Hallo, rechts entriegeln. Dankeschön. Rechts entriegeln. Rechts entriegeln. Was machst du denn da? Hä? Rechts entriegeln. Ich habe nichts gesagt. Okay. Also, alles klar. Gut. PZB und SIFA machen wir natürlich trotzdem an. Auch wenn wir hier jetzt quasi einen Test machen. Dann machen wir die Zuglichter machen wir. Zugspitze machen wir auf jeden Fall mal an. Dann enden wir in Gau-Algesheim mit dem Zug. Ist ja witzig. So, dann Führerstandsbeleuchtung, Zuglichter an. Instrumentenbeleuchtung auch an. Dann müssen wir
Leistung anmachen, sonst wir gleich nicht losfahren. Dann sollte das hier eigentlich alles passen. Hoffentlich. Also Zugspitze ist auf jeden Fall an, Zugschluss haben wir auch. Jo, zwei rote Leuchten da. Okay, und die Matrix zeigt uns erstmal Go Algesheim an. Gut, dann sollte das doch alles funktionieren hier, wenn wir gleich losfahren wollen. Ich kann die Bremsen schon mal lösen. Aber auch minimal angelegt lassen, sonst kann es sein, dass wir anfangen wegzurollen. Das wollen wir auch nicht, ne? So, wo halten wir unterwegs? Wir halten in Ingelheim und in Gau Algesheim. Das heißt, wir haben nur zwei Halte unterwegs. Ein relativ gutes Ding hier, um euch das mit dem Ebola einmal zu zeigen. Und dann seht ihr oben Mainz Hauptbahnhof. Da dürfen wir erstmal nur 80 fahren. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Die V-Max waren 120 von dem Fahrzeug, glaube ich. Kann mich aber auch irren. Muss ich wahrscheinlich gerade mal eben schnell googeln für euch. Moment. Oh, ich vergesse das bei der 628 immer. BR 628, aber ich glaube 120 war da die V-Max. Das schauen wir uns hier aber nochmal kurz an. Ja, wieso stehen hier immer alle Scheißinformationen drin, aber nie die, die man braucht? Höchstgeschwindigkeit 120 testweise, mit der 629 140. Also 120 ist die V-Max, das heißt die 160, dort werden wir gar nicht fahren. Aber ihr seht jetzt oben ab Kilometer, was normalerweise hier auch nochmal gesondert stehen würde, was es hier nicht tut. Wie gesagt, die Ebola-Fahrpläne, die sind immer so ein bisschen unterschiedlich. Die können auch mal mehr, mal weniger Informationen haben. In dem Fall sind es halt ein bisschen weniger Informationen. Also zwischen 30,3 und 29,8, also ab 29,8 würde dann das losgehen mit der 100 km/h. Das sehen wir uns jetzt, oder schauen wir uns jetzt mal in aller Ruhe an hier. War da 29,8, also das stimmt soweit. Und der nächste Bahnsteig, an dem wir vorbei scheuern würden, wäre jetzt Mainz Mombach. Das nächste Signal haben wir hier bei 29,6. Das passt auch, also ihr seht, funktioniert mit dem Ebola. Aber ihr könnt auch in-game scrollen mit dem Ding. Wenn wir hier die Textdatei nochmal aufmachen, scrollen in-game wäre Steuerung und dann das Mauspad. Aber dazu müsst ihr dann auch den Bildschirm hier aktiv haben. Aber das ist jetzt das falsche Gescrolle. Horizontal. Wir wollen aber vertikal eigentlich scrollen. Aber das können wir so mit der Maus machen. Mal gucken, ob das auch funktioniert, wenn ich jetzt hier bin. Ja, das funktioniert auch, wenn ich im Spiel aktiv bin. Das heißt, wir können dann mit der Maus einfach draufgehen und dann hoch und runter scrollen. Ja, sehr schöne App, oder? Leute. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Muss ich meiner Frau gerade mal eine Frage stellen. Machst du Bolognese oder brennst du Schnaps? Machst du Bolognese oder brennst du Schnaps? Riecht, als würde zu Schnaps brennen. So, also Ebola funktioniert. Ich glaube, diese Folge, die wird durch die Decke gehen. Weil, ich die Folge nämlich benennen werde, Ebola in Trains and World. Ich mache totalen Clickbait heute. So richtig auf Assi. So, die 160 sind ab hier jetzt auch dann erlaubt, ziehen wir dran vorbei und dann können wir auf die 120 hochbeschleunigen. Das Geile ist, ich brauche jetzt eigentlich die Ebola bräuchte ich persönlich jetzt nicht mehr, weil wir jetzt 160 bis nach Ingelheim fahren. Ingelheim kriegen wir für das Einfahrvorsignal, kriegen wir eine 60er Einfahrt vorsignalisiert, fahren dann 60 in den Bahnsteig rein, fahren mit 60 auch wieder raus, würden dann bis Gau Algesheim nochmal auf 120 beschleunigen dürfen, aber Gau Algesheim ist nicht so weit weg von Ingelheim, deswegen, also die Strecke hier, die kenne ich ja auswendig. Wie gesagt, zwei Jahre lang habe ich hier mein Eisenbahnerleben verbracht auf dieser Strecke und fahre sie ja heute immer noch im Güterverkehr. Wenn auch seltener, aber die Strecke, die kenne ich wirklich auswendig. Na, einer der gefährlichsten Bahnsteige kommt jetzt gleich zum Beispiel hier auf der Strecke. Morgens um 7 ist es der Bahnsteig, an dem wir jetzt vorbeifahren. Nachmittags gegen 14 Uhr ist es die andere Seite, weil die Schüler dort sind. Ganz viele Schüler dort zur Schule gehen und die ja an dem Bahnsteig nicht dafür bekannt sind, sich ordnungsgemäß zu verhalten. Also da ist man als Lokführer immer so ein bisschen aufmerksamer an dem Bahnsteig. Die fand ich vergessen. Aber auf jeden Fall haben wir ein funktionierendes Ebola. Was ich sehr geil finde eigentlich, aber
Also, wenn ich das benutze, dann werdet ihr es im Let's Play nicht mehr sehen. Ich werde mir das auf den zweiten Bildschirm ziehen und dann weiterhin benutzen, weil es ist ja doch eigentlich eine ganz coole Orientierung. Vor allem kann man sich dadurch auch so ein bisschen anfangen zu sparen. Also ich könnte oben das HUD dann quasi ausmachen und nur noch so fahren. Fällt mir auch gerade mal ein. Ich auch ein Thumbnail machen kann. Machen wir so. Machen wir so, machen wir so. Und dann mache ich zack, bumm. So, Ebola. Aber wie gesagt, die Ebola, die sehen teilweise unterschiedlich aus. Das ist eine Community oder die, eine Community, die das Ganze erstellt. Und da werden wahrscheinlich unterschiedliche Leute die Ebola erstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht einfach ist, sich in so einer Community so zusammenzubinden, dass das ein einheitliches Bild ergibt. Aber es ist besser als gar nichts und das ist schon ganz schön viel, Leute. Es gibt eine Firma, die ja mal angefangen hat, Ebola-Fahrpläne zu erstellen, die auf dem Tablet dann abspielbar wäre. Die nehmen sogar Geld für diese App, aber die entwickeln einfach nicht weiter, was ein bisschen schade ist. Aber das hier ist eine gratis super Alternative, mit der ich glaube, wir alle gut arbeiten können. Lasse das Overlay jetzt mal aus. Erstens, weil ich die Strecke kenne. Zweitens, weil ich jetzt ja einen Fahrplan habe, beziehungsweise einen Ebola. Die App, die fürs Tablet gewesen wäre, da waren sogar die Zugnummern hinterlegt. Also da hat man die Zugnummer am Anfang eingegeben und hat entsprechend auch die Fahrplandaten bekommen. Also wann Abfahrt und Ankunftszeit wo ist. Das haben wir jetzt hier natürlich nicht. Aber es ist trotzdem eine super Geschichte. Also als nächstes würde jetzt Budenheim heißt das aber, der Ullerborn kommt als nächstes. Dann kommt Heidesheim und dann sind wir schon in Ingelheim. Und dann seht ihr, es ist doch wunderbar, oder? Auch super. Mit Kilometrierung und allem drum und dran. Was willst du mehr? Ullerborn 20,6. Sind wir bei 21,6, also noch ein Kilometer. Ich denke, damit kann man arbeiten, oder? Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr von der App haltet. Leute, ich bin echt gespannt auf eure Meinung zu dem Ganzen hier. Oder ihr könnt auch mal reinschreiben, vielleicht benutzt ihr es ja schon. Kann ja auch sein. Kommt denn nicht so richtig auf die Touren. Löst, fahrend. Ja, bei 120 ist Schluss, Freunde. Oder bei 115. Ja, brauchen wir uns ja gar keine Gedanken mehr machen. So, Ullerborn 20,4. Also das passt auch. Leute, jetzt kommt Ullerborn Bahnhof. Bei der Haltepunkt, ne? Der gehört, also ist ein Bahnhofsteil, oder gehört zum Bahnhof. Ne? Jetzt kommt hier nochmal der Güterbahnhof, wo ja heute nur noch ein Gleis liegt. Hier sind es noch ein paar mehr Gleise. Also, Leute, ladet euch das runter, habt Spaß damit. Das ist auch total easy. Von der Bedienung her, ihr braucht nichts zu installieren. Ihr braucht nur das... die ZIP entpacken, packt euch das in irgendeinen Ordner rein, Doppelklick drauf und dann geht die App auf, dann wählt ihr euch die Strecke aus und dann ploppt entsprechend auch der Bildschirm auf. Ich kann euch ja mal kurz auch nochmal das Ding zeigen, wie das dann ausschaut. Also das sieht dann so aus. Ich muss mal hier an die Seite machen, dass ich trotzdem die Strecke weiter sehe. Ich mach mal die SIFA aus, Freunde. Damit wir uns kurz mal mit dem Inhalt von dem Zeug hier können. Also das sieht dann so aus, da könnt ihr euch einfach die Strecke raussuchen. Jetzt, also wenn wir jetzt mal so eine ältere Strecke nehmen, Aachen zum Beispiel, können wir mal hier aus Spaß nehmen. Ja. Ja, das sieht dann ein bisschen anders aus. Ja, da ist so ein bisschen auch hier so, hier ist der Buchfahrplan, TSW-Strecke und dann so ein paar Sachen hier. Dann haben wir hier zum Beispiel nochmal Erklärungen zur NE2-Tafel, zur NE2 sage ich schon, zur NE1, zur Trapeztafel und dann habt ihr hier auch schon alle Daten, die ihr sehen möchtet. Ne? Sieht halt ein bisschen anders aus als hier. Rand der Rampe sieht dann wieder so aus. Da steht dann auch die Neigetechnik drin. Und was für eine Geschwindigkeiten für die Neigetechnik ist natürlich auch sehr interessant, weil wir dann nicht mehr auf unser Ebola, Pseudo-Ebola achten müssen für die Geschwindigkeit der der Neigetechnik. Also das ist schon ein super, super Ding. Also ein Lob an die Community, die das Ganze hier entwickelt hat oder am Zusammenbasteln ist. Das ist großartig. Also da muss man auch loben, ne? Das ist ganz wichtig an der Stelle, weil das ist wirklich eine großartige Geschichte. So, jetzt ist das wieder aus dem Hintergrund verschwunden. Und dann müssen wir einmal
da reingehen. Und dann könnt ihr hier oben Always on Top, macht ihr einfach einmal aus und wieder an und dann habt ihr den Fahrplan auch wieder so, dass er immer im Spiel oben drauf im Overlay drinnen bleibt. Also dass er immer drinnen bleibt. Also wenn die, ich habe jetzt hier wirklich einen Display Capture an, deswegen könnt ihr das überhaupt sehen. Muss mal anfangen abzuschalten, davon kommt gleich langsam von erwarten. Und mit diesem Capture könnt ihr das jetzt gerade sehen. Wenn ich jetzt das Capture ausmachen würde, dann würdet ihr es nicht sehen. Aber in der nächsten Folge habe ich das Evola dann sehr wahrscheinlich hier irgendwo auf der Seite am Rand auf einem meiner anderen Bildschirme und werde dann da damit arbeiten. Eigentlich können wir die Sifa jetzt wieder anmachen. Oh, jetzt hat... Nein, ich Idiot. Müssen wir wieder ausmachen. Ich Idiot. Das hätte ich nicht machen dürfen. Habe ich aus Versehen. Oh, bin ich ein Vogel. Na, machen wir sie wieder an, komm. Jetzt habe ich sie ganz kaputt gemacht, glaube ich. Können wir uns nicht befreien und nix, ne? Gut, dann müssen wir mal anhalten. Ah, das war jetzt mein Fehler. Ich habe nicht dran gedacht, dass es eine schlechte Idee ist, die Evola anzumachen, wenn wir über 45 fahren. So, jetzt haben wir es doch wieder. Ich wollte eigentlich nur die Sifa anmachen, habe den verkehrten Knopf genutzt. So, fahren wir rein hier im Bahnhof. Hebel auf den Tisch und dann ist gut. Wir sind eh viel zu früh. So, wir hatten Langsamfahrt erwarten übrigens. Und haben aber eine 60er Einfahrt in Ingelheim. Und dann kriegt ihr heute von mir das Ebola präsentiert. Was wollt ihr denn? War wunderbar, Leute. So, 60er Einfahrt. Liegt übrigens daran, dass das durchgehende Hauptgleis nicht am Bahnsteig lang führt. Hä? Ah, wir waren noch in der restriktiven. Die Fahrt machen wir zu Ende, das schwöre ich euch. Wir waren ja noch in der restriktiven Überwachung. Hier, leider irgendwas, was mich noch immer noch gewaltig stört hier vorne mit dem. Mit den, dass man das hier irgendwie nicht. Weil man sieht es nicht so richtig. Also jetzt sieht man es gerade, aber. Also ich meine, die restriktive Überwachung, die hätte ich im Kopf behalten müssen, dass ich da noch drin bin. Jetzt müssen wir natürlich mit 45 maximal hier einfahren, also mit 40 im Idealfall, weil sonst kriegen wir die nächste geballert. Das wollen wir nicht. So, dann sind wir in Ingelheim. So, können wir hier den Fahrplan mitgehen lassen. Ingelheim hier. Ja, da. Wenn wir jetzt einen richtigen Fahrplan gehabt hätten und Ingelheim einen Halt hätten, dann hätte er uns hier tatsächlich auch die 60, die hätte dann im Buchfahrplan drin gestanden. Weil das ja der fahrplanmäßige Weg wäre. Macht er hier jetzt natürlich nicht. So, dann geht das hier rein nach Ingelheim. Da habe ich meinen Fahrdienstleiter mitgenommen von hier bis nach Mainz, der Mainz Hauptbahnhof gearbeitet hat. Habe ich schon ein paar Mal öfter gehabt inzwischen, dass Fahrdienstleiter von bei mir aufgesprungen sind, weil die sonst nicht pünktlich an ihrem Ziel gewesen, also an ihrem Bahnhof gewesen wären, wo sie arbeiten sollten. Den letzten habe ich in Appenweier aufgesammelt und habe den nach Karlsruhe in die BZ gefahren, auf dem Güterzug. Da klingelt dann das Telefon auf der Eisenbahn. Da war dann ein Fahrdienstleiter-Kollege dran und der hat mich gebeten, in Appenweier doch bitte am Bahnsteig kurz anzuhalten und den Fahrdienstleiter mitzunehmen. Machen wir natürlich gerne, wir sind ja Kollegen. Abgesehen davon, ohne den. Weil das war nämlich auch wirklich der Fahrdienstleiter, der nachher in der BZ, von der BZ aus Appenweier steuern sollte. Ohne den geht dann halt auch gar nichts mehr. Aber wie gesagt, unter Eisenbahnerkollegen hilft man sich.
habe einmal gehabt, dass ein Eisenbahnerkollege mich nachts nicht mitgenommen hatte Richtung Freiburg, damit ich von dort mit dem Taxi nach Singen fahren kann. Der wird, glaube ich, bei der Eisenbahn nicht mehr glücklich, der Kollege. Weil den kennt, glaube ich, inzwischen jeder, den Drecksack. War nachts um zwei hat er mich da stehen lassen. Mit der Begründung, das Eisenbahnbundesamt würde in Freiburg stehen und ihn kontrollieren wollen, wo ich auch gedacht habe, du Arschloch. Großer Arschloch. So. Jetzt sind wir verspätet. Aber egal. Der geht eh ins Saarland, der Zug. Ich muss mir noch was zu trinken holen. Ich habe gerade so ein bisschen Zucker. Gerade wie mein Kreislauf so ein bisschen abgeht. Dann gibt gleich Bolognese, wie ihr gehört habt. So, jetzt geht's mit 60 raus. Das ist leider so eine Information, die uns jetzt hier fehlen würden, ne? Also wenn wir jetzt beim ASIC könnte jetzt hier theoretisch auch A60 stehen, das steht jetzt hier nicht drauf. Also müssen wir mal kurz mal ein bisschen breiter machen, vielleicht steht es ja doch da. Nee, steht leider nicht da. Aber es kann sein, dass es bei anderen Strecken vielleicht da steht. Also das könnt ihr euch ja, dann müsst ihr dann mal nachschauen, je nachdem was für einen Ebola-Fahrplan ihr benutzt. Aber ich hoffe, ihr habt da Spaß mit. Natürlich haue ich sowas direkt mal auf den Freitag vom Wochenende raus. Dann könnt ihr am Wochenende richtig schön ausprobieren. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir auf die 120 kommen. Ach, übrigens, interessante Geschichte hier nochmal. Wir sind hier in Ingelheim. Der anschließende Weichenbereich ist bei 12,1 vorbei, ne? Dieses Yen-Zeichen hier, das ist der anschließende Weichenbereich. Das heißt, ihr könnt euch dort jetzt auch orientieren, wann ihr wieder Fahrplangeschwindigkeit fahren dürft, wenn ihr aus dem Bahnhöfen rauskommt. Ist schon geil. Wie gesagt, das ist ja das, was ich auch immer gesagt habe, ne? Warum ich das hier oben, dieses Ding da immer anlasse. Ganz einfach, weil es im Ebo da dieselben Informationen gibt. Ja, wir wissen, die Geschwindigkeiten werden dort vor uns gesagt, die Kilometrierung, wann ein Bahnsteig kommt, wann ein Signal kommt, das wird uns dort oben auch alles angezeigt, da oben. Deswegen habe ich das auch an. Das hier habe ich einfach nur an, weil aus Übersichtsgründen. Also, wunderbar, oder? Gau-Algesheim Bahnsteig 2, also es könnte sein, dass wir abbiegen. Aber das schauen wir jetzt gleich mal. Oh, halt erwarten. Also wir fahren über Gleis 604. Nee, doch nicht. Warum's? Makaber, makaber. 601 fahren wir. Gut. Aber der G80 hätte er mal vorsignalisieren können. Da hätte eine Signalisierung mal gut getan, eine Vorsignalisierung. Aber egal, ich will jetzt hier keine perfekte Leistung, ich will euch das Ebola zeigen, das habe ich erledigt. Zwangsmittwoch. Ja, bremst mal ein bisschen mehr, sonst kriegen wir nochmal eine Zwangsbremsung, das wollen wir nicht. Dankeschön. Jetzt lassen wir ihn gemütlich ausrollen. Dann sind wir auf 602. Wunderbar.
Kann ich euch gleich mal kurz erklären, warum ich jetzt hier von 600er Gleisen spreche, obwohl es ja Gleis 1, 2, 3, 4, 5 für den Fahrgast ist. Aber das kann ich euch gleich mal kurz zeigen, weil intern haben die teilweise auch mal andere Bezeichnungen. Und da haben wir hier hinten das da, das Gleis da. Warte, warte, ich muss mich gerade mal orientieren. Genau, das Gleis hier ist 605. Dieses hier, das ist ein Abstellgleis, also ein Überhol- oder Abstellgleis. Dann haben wir 604, 3, 2 und 601. Und für den Fahrgast ist es dann Gleis 1, 2, 3 normalerweise. Also warum sind hier keine Gleisnummern dran? Bin zu doof. So, da kommt ein Gegenzug, der fährt wohin? Nach Mainz Hauptbahnhof. Da steht nicht dran, keine Zugnummern dran. Gut, dann machen wir die Türen zu und dann hoffe ich, ihr habt Spaß mit diesem neuen kleinen Future. Wie gesagt, den Link, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann, ja, kann ich euch nur ein schönes Wochenende mit diesem neuen Gimmick hier wünschen. Und dann natürlich nochmal der Hinweis, ihr dürft den Kanal abonnieren, ihr dürft die Glocke aktivieren, schreibt Kommentare, da bin ich sehr gespannt, was ihr zum Ebola sagt. Lasst einen Daumen da. Ihr dürft natürlich sehr gerne noch auf den Discord kommen, dort haben wir einen Screenshot-Contest, könnt ihr teilnehmen, euer schönstes Bild dort reinpacken und einen 15-Euro-Gutschein für Steam, PlayStation, Xbox oder Nintendo gewinnen. Und dann könnt ihr mich auch aktiv unterstützen, indem ihr Mitglied werdet ab 99 Cent im Monat und dann auch alle meine Let's Plays vorab schauen. Lohnt sich vor allem im Urlaub, dort könnt ihr nämlich 2 Wochen meiner Videos im Voraus. Bis dahin dann euch noch einen schönen Abend und gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!